Ja, hallo, herzlich willkommen, guten Abend hier im Kino des DFF zu unserer Lecture- und Filmreihe. Und heute beginnen wir quasi den Endspurt und sind auf der Zielgeraden. Es sind jetzt noch drei Lectures, die bevorstehen. Heute Abend ist Bettina Schulte-Stathaus zu Gast, schon hier neben mir. Und Rembert Hüser wird sie gleich noch vorstellen und dann eben auch das Gespräch nach dem Film moderieren. Der Film, den wir und sie heute Abend sehen, ist Auf der Suche nach Esther, Looking for Esther. Und widmet sich Esther Krumbachowa, einer langjährigen Partnerin und Kollaborateurin von Vera Rytilova und selbst auch Filmemacherin. Und vielleicht noch der kurze Hinweis, dass wir im Juli einen kleinen Schwerpunkt zu Esther Krumbachowa machen werden. Es werden drei Filme zu sehen sein, wo sie eben als Drehbuchautorin und Kostümdesignerin mitgewirkt hat und ihr einziger eigener Spielfilm. Und alles relativ zu selten sehende Filme und dieser eigene Spielfilm, glaube ich, jetzt zum ersten Mal hier in Frankfurt zumindest zu sehen und wahrscheinlich auch in Deutschland gab es noch nicht so viele Gelegenheiten, deswegen nicht entgehen lassen. Und jetzt übergebe ich an Rembert das Mikrofon. Danke. Ja, hallo zusammen. Ich freue mich sehr, heute Abend hier zu sein. Ich wäre auch so gekommen, ich hätte dann da gesessen oder da hinten. Aber dass ich jetzt hier vorne bin und jetzt Bettina einführe, ist irgendwie schon speziell und auch gar nicht so einfach. Also Bettina Schulte-Stathaus war ein wesentlicher Grund für mich, warum ich 2014 aus den USA an die Goethe-Universität zurückgekommen bin. Wir waren 2008, 2009 schon einmal ein Jahr lang Kolleginnen im Filmbereich des Instituts für Theater, Film und Medienwissenschaft. Und von daher wusste ich, dass an der Goethe-Universität nicht nur jemand wie Bettina ist, sondern dass hier jemand wie Bettina arbeitet. Und sowas gibt es nicht so oft und das hat auch schon eine ganze Menge mit dem Vortrag heute Abend zu tun. Sollte ich aus der Perspektive der Medienwissenschaft versuchen zu charakterisieren, was Bettina Schulte-Stratos interessiert, dann würde ich vielleicht erstmal versuchsweise sagen, sie interessiert sich sehr für Strong Ties und Weak Ties in Netzwerken oder anders gesagt für Knotenpunkte in engen Formen von Zusammenarbeit oder noch anders gesagt dafür, wie Freunde und Freundinnen gemeinsam an einer Sache arbeiten und zugleich an den Standards dieser Zusammenarbeit zusammen mit wiederum anderen. Und so spricht Bettina heute Abend in Murdering the Devil auch nicht einfach über Chytilova, sondern über Chytilovas Porträt ihrer langjährigen verstorbenen Mitstreiterin Esther Krumbachowa. Analysen dieser Art sind in der Medienwissenschaft der Filmhistoriografie sehr gefragt, aber nur äußerst schwer durchzuführen, weil sich diese Rekonstruktion und Konstruktion von Laborsituationen, von Projekten nur mit äußerst profunder Archivkenntnis durchführen lässt. Und so ist Bettina Schulte-Stratos denn auch nicht zuletzt eine unfassbare Archivwühlerin. Also sie ist einfach dann Megaprofi, die darauf spezialisiert ist, einfach alles zu finden, womit man nicht gerechnet hat. Man schaut sich allein die großartige Fritz Bauer Gespräche, Interviews und Reden aus den Fernseharchiven 61, 68 DVD des Fritz Bauer Instituts an, die in ihrer Redaktion entstanden ist. Bettina Schulte-Stratos, und das macht die Sache natürlich auch noch besonders schwierig, wenn die meisten hier im Raum kennen, umso schwieriger ist es da, das irgendwie ein bisschen zu bündeln. An der Uni ist sie wissenschaftliche Koordinatorin für den Masterstudiengang Filmkultur, Archivierung, Programmierung, Präsentation, den sie allererst mit aufgebaut hat. Sie verfügt über eine ausgeprägte Lehrerfahrung. Ich selbst habe mal mit ihr zusammen ein Seminar zu Lokalterminen der Nachkriegszeit unterrichten können, was super viel Spaß gemacht hat. Bettina arbeitet zugleich aber auch in einer Vielzahl weiterer Projekte an der Goethe-Universität und in der Stadt, in der Kinothek Asta Nielsen, im Fritz-Bauer-Institut, früher auch im Hessischen Rundfunk und federführend in allen möglichen anderen Projekten. Kuratiert Filmreihen in der Pupille, Marseen, im Arsenal in Berlin, auf diversen Filmfestivals. Sie hat an der Kinematografie des Holocaust mitgearbeitet, Tondokumente des Auschwitz-Prozesses und diverse Nachlässe erschlossen. Kurz gesagt, sie ist immer in Bewegung unterwegs, also Projektemacherin im besten Sinne. Gestern habe ich ihr noch eine E-Mail geschrieben und habe gesagt, du, ich habe hier gerade einen Hinweis darauf gefunden, dass du 1998 das Drehbuch von Razan Kosas, preisgekröntem Hindi-Drama Dance of the Wind für Pandora übersetzt hast. Was war das denn, worauf sie zurückschrieb? Meine Güte, wie kommst du denn da drauf? Das war nur eins unter vielen. Die Arbeitsschwerpunkte von Bettina Schulte-Stathaus sind informiert von feministischen Fragestellungen, von Jewish Studies und Film- und Kulturwissenschaften. Sie hat Germanistik, TFM, Politologie und Ostslawistik, ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Ich dachte, es gäbe Slawistik und offensichtlich gibt es auch die Ostslawistik studiert. Den MA mit Auszeichnung absolviert und hat ein Projekt zum russischen Erzählkino der 20er und frühen 30er Jahre im Graduiertenkolleg Zeiterfahrung ästhetische Wahrnehmung hier in Frankfurt. Sie liebt Literatur, Film und fotografiert auch selbst sehr gut. Und arbeitet gerade an einer Dissertation zu Ella Bechmann-Michels Film- und Filmkulturarbeit, also zu ihrem Netzwerk und ihren Freundschaften und Strong and Weak Ties und einer zukünftigen Ausstellung im Stadtmuseum zu Frankfurter Fotografin der 20er und 30er Jahre.
100 Jahre. Also das ist, glaube ich, so der Fokus. So, puh, und das war natürlich längst nicht alles. Ich freue mich sehr auf den Vortrag. Danke, Rembert, für diese tolle Einführung. Vielen Dank. Und danke auch Vincent Zediger, der heute leider nicht da sein kann, für die Einladung. Und danke ans Filmmuseum und an Björn besonders auch für die Unterstützung, auch im Vorfeld schon. Dann wollen wir mal. Also ich möchte vorab an jemanden erinnern, den manche vielleicht hier, also Winfried kennt ihn wahrscheinlich noch, kann sich noch erinnern, hier kennen könnten, nämlich an einen ganz wunderbaren Filmhistoriker und Filmjournalisten Franz Goldscheider, Exil-Tscheche, Dissident des Prager Frühlings, der hier in Frankfurt in den 80er Jahren dann Lehraufträge hatte. Annette, kennst ihn vielleicht auch noch, samstags immer Double Feature hier im Kino. Und die Besonderheit bei Franz Goldscheider war, dass er seinen Semesterplan immer vorgestellt hat, indem er, das kommt Double Feature jede Woche, wie gesagt, jeden einzelnen Film erzählt hat in der ersten Sitzung. Ausführlich erzählt und ab und zu hat er danach dann gesagt, den werden wir leider nicht sehen, den habe ich nicht bekommen. Das hat dazu geführt, dass eine ganze Generation bis heute ein Riesensortiment an Filmen hat, von denen man nicht weiß, habe ich die gesehen oder kenne ich die nur aus der Erzählung von Franz Goldscheider. Und wie ich Jahre später in einem anderen Zusammenhang mal festgestellt habe, sind dabei sehr viele Filme gewesen, bei denen Esther Krumbachover mitgearbeitet hat. Und das hängt vielleicht nicht nur mit der Gedächtnis- und Darstellungskunst von Franz Goldscheider zusammen, sondern auch mit ihrer. Wer war Esther Krumbachover? Das ist die Leitfrage des Films, den wir gleich sehen werden. Als Kostümbildnerin, Setdesignerin, Requisiteurin, Drehbuchautorin, Dramaturgin und schließlich auch Regisseurin wird Esther Krumbachovas Rolle im Kino der tschechischen Neuen Welle oft als Dreh- und Angelpunkt des Geschehens beschrieben. Lange Zeit dann aber eher in den Randnotizen und bei weitem nicht in vollständiger Darstellung ihrer Arbeit. Das nicht nur infolge der Tatsache, dass sie wegen politischer Repressionen über weite Strecken verdeckt arbeiten musste, sondern auch aufgrund der Unsichtbarkeit weiblicher Anteile in Filmcredits, wenn es um solche geht, die nach gängiger Lesart die distinktiven Inhalte des Films betreffen, also mehr als nur die Optik. Tatsächlich durfte Krumbachover für mehrere Jahre zwar weiter als Kostümbildnerin arbeiten, nicht aber als Autorin oder Dramaturgin, geschweige denn als Regisseurin. Über die Zensur, die nur auf die Worte schaue, ohne den Film als visuelles Ereignis zu verstehen, machte sich Krumbachover, die im Übrigen studierte Malerin und Grafikerin und nebenbei Autorin von Kurzgeschichten war, gerne lustig. Unter ihren Zeitgenossen formulierte vielleicht als einziger Antonin Liem eine angemessene Würdigung, die ihr weitreichendere Präsenz als nur die einer Inspiration für andere, für die eigentlichen FilmautorInnen zugesteht. Ich zitiere: "Her thinking and what she wrote, which for the most part went unpublished, became an ideological hinterland, a framework for many films." Den Blick im Rahmen dieser Reihe auf dieses Hinterland und Framework zu richten, dazu hat Vera Chitilova selbst die Gelegenheit gegeben. 2004, fast 10 Jahre nach Esther Krumbachovas Tod, entschied sie sich, ein filmisches Porträt der Mitarbeiterin auch einiger ihrer eigenen Filme zu drehen. Sie suchte zu diesem Zweck Zeitzeugen auf, nahm biografisches Material aus deren Besitz in den Blick, führte Interviews, ließ sich Orte zeigen und montierte Filmausschnitte aus dem gesamten Zeitraum von Krumbachovas Filmarbeit 1961 bis 1995. Die Biografie der 23 in Brünn geborenen Esther Krumbachova führe ich an dieser Stelle nicht weiter aus, die wird im Laufe des Films aufgerollt, aber ich möchte einige Aspekte zum biografischen Vorgehen Ritilovas voranschicken. Die Ausbildung an der FAMU und die Filmarbeit in den Barandov-Studios in der Zeit vor der Zerschlagung des Prager Frühlings wurde von vielen ihrer Akteurinnen als paradiesische Situation, der sowohl von Markt als auch von staatlicher Doktrin freien FilmemacherInnen beschrieben. Zwar hatte die tschechische Neue Welle keine Ausrufung, kein Manifest, war in dem Sinne keine geschlossene Gruppe, dennoch erscheinen die in diesem Spektrum agierenden Filmschaffenden mal implizit, mal explizit als eine Art Familie. Verstärkt wird das Familiennarrativ durch eine Filmgeschichtsschreibung, die besonders für die Aufbruchbewegung der 60er Jahre im Sinne der Auteurtheorie Wellen gleichgesinnter FilmautorInnen dingfest machen möchte und das Spektrum in der Logik wechselseitiger Beeinflussung, Beerbung, Heranziehung, Prägung usw. so beschreibt. Eben diesen Hintergrund ruft Ritilova auf, wenn sie Weggefährtinnen, sich selber eingeschlossen,
biografische Informationen und Einschätzungen zu Esther vortragen lässt, bis hin zu intimen Details. Und tatsächlich weist der Film gelegentlich Elemente des Home-Movie auf. Home-Movies gab es im Bestand des gemeinsamen Arbeitens Ritilovas und ihres Kamera- und Ehemanns Kutschera tatsächlich. Ihre Charakteristik hat Katharina Svatonova als stilistisch vorausweisend im Sinne ihrer Nicht-Filmhaftigkeit beschrieben, aufgrund, ich zitiere, der Unbeweglichkeit von Momentaufnahmen mit einer Erregung und Unruhe ihrer Verschiebungen und Kontraste. In demselben Moment, so Svatonova, übrigens, ich kann kein Tschechisch, wahrscheinlich spreche ich alles falsch aus, vielleicht mit, ich kann ein bisschen Russisch, so einer Betonung, aber also, falls hier jemand da ist, gerne korrigieren, der das kann. In demselben Moment, so Svatonova, in dem der Zuschauer in die fremde Familienstruktur eingenäht und zum Miterleben eingeladen wird, wird er herausgerissen und mit der Medialität des Filmstreifens konfrontiert. Auffällig ist, dass Ritilova für Searching for Esther ihr Repertoire visueller Experimente nur sehr sparsam einsetzt, während das Einnähen deutlich Vorrang hat. Wenn etwa ein Ex-Mann eine von Krumbachowa gemaltes Porträt hervorzieht und in die Kamera hält, diese aber nur halb interessiert darüber schwenkt, um sofort wieder abzukippen und in der Zimmerecke hängen zu bleiben, wenn die Handkamera sich durch eine spielende Katze ablenken lässt oder wenn die Schärfe unkonzentriert verzogen wird, während eine alte Freundin in einer Schublade wühlt. Nun gibt es das Paradox, dass einerseits niemand an der Befangenheit partikularer, familiärer Erinnerung zweifeln würde. Auf jede Erzählung von irgendeinem Großvater oder einer Cousine kämen mit Rushmore-Effekt zig andere. Andererseits im biografischen Genre der Familie eine unerschütterliche Bürgschaft eingeschrieben zu sein scheint. Dieser Distanzverlust führt dazu, dass das Filmporträt fortan als direkte Quelle gilt, ungeachtet seiner Konstruiertheit, ungeachtet sogar dekonstruierender Arbeit an der Form. An der langfristigen Rezeption von Searching for Esther wird das Dilemma sichtbar. Die dort präsentierten Aussagen beanspruchen seither in biografischen Darstellen Esther Krumbachowas unmittelbaren Wahrheitsgehalt als legitimierte Quelle. Der Film ist tatsächlich das Reservoir für fast sämtliche biografischen Darstellungen, sofern man überhaupt welche findet. Ich komme gleich zu anderen. Was also wäre zu tun, um sich der Frage, wer war Esther, anzunähern, mit der sich Ritilova zu Beginn ihres Filmes buchstäblich, der Kamera den Rücken zuwendend, aus dem Fenster lehnt? Krumbachowa hat ein umfangreiches Archiv hinterlassen, in dem sich Arbeitsmaterial mit persönlichen Gegenständen mischt, oft im Zustand der Vorläufigkeit, der Skizze, der Momentaufnahme, der Notation. Da war ich leider noch nicht drin, weit in diesem Archiv. Ich würde aber gerne. Und das nicht zufällig, sondern auch konzeptionell. Es gibt zum Beispiel ein Konvolut absichtlich unabgeschickter Briefe, von denen sie auch einige zusammen mit Erzählungen in einem Buch gruppiert hatte. Das dynamische Neu- und Umgruppieren der Hinterlassenschaften zwischen Fragment, Zusammenhang und Korrespondenz, ist ein Titel von Sigrid Weigel, wäre eine Vorgehensweise, mit der Krumbachowas kooperativer Arbeit, ihrem situativen Zugriff auf die verschiedenen Medien und Techniken und ihrer Zugewandtheit über die Ränder des Kulturgeschehens hinaus, das werden wir im Film noch sehen, korrespondieren könnte. Seit einigen Jahren ist genau eine solche Perspektive möglich geworden. Mit der Erschließung ihres Nachlasses durch eine Gruppe von KuratorInnen und KünstlerInnen und dessen wissenschaftliche Erkundung, insbesondere im Kontext künstlerischer Forschung, Archiv- und Ausstellungsarbeit. Inzwischen gibt es auch eine Webseite, die ich kurz vorstellen möchte, schlicht vorbereitet. Moment. Yep. Da. Das ist sie. Die Gruppe heißt ARA, ist auch verlinkt irgendwo auf der Seite, deren Seite habe ich jetzt nicht aufgerufen. Also man sieht hier sowohl zu den Filmen, zum Beispiel Stills, als auch Kostümentwürfe, Notizen, Fotos aus ihrem eigenen Besitz, Texte auch. Sie hat einiges geschrieben, auch Notizen, kleine Essays zu Filmen. Wenn man dann näher reingeht, geht es natürlich auch immer weiter. Es gibt außerdem eine spannende Timeline, in der sämtliche Aktivitäten sich mischen und auch, okay, das war's. Hinweis auf wirklich sehr tolle Ausstellungen, die gemacht haben. Moment, komme ich jetzt wieder in meine PowerPoint hier. Augenblick. In Glasgow gab es eine größere mit einer Filmreihe und zuletzt in Brünn.
Das war leider während der Corona-Hochphase, sonst wäre ich da hingefahren. Ich hätte es jetzt auch gerne gezeigt auf der anderen Seite, wie das im Raum arrangiert ist und wie die diese Ausstellung machen. Es ist wirklich großartig. Also sollte man im Blick behalten, schauen Sie sich mal die Webseite an. Der Projektzusammenhang und die Webseite laden nämlich dazu ein, die Dinge buchstäblich zusammenzureimen. Also Anklänge zu finden, Wiederholungen, Querverbindungen, Abweichungen oder Strukturen in verschiedenen Medien und Zusammenhängen. Vor allem auch situieren Sie das wahlverwandt geerbte Material posthum als unabgeschlossene Selbstaussage und im Rahmen der jeweiligen Bezugsgrößen. Intellectual Hinterland, Framework. Ritilovas Film Searching for Esther macht etwas anderes und Widersprüchliches. Etwa die erste Hälfte entwirft, wie gesagt, Rumbachovas Biografie anhand von Interviews, macht uns durch Fotos allmählich mit ihrer Erscheinung vertraut, nimmt Ortsbegehungen vor. Im weiteren Verlauf werden Filmausschnitte dazu geschnitten. Auch Krumbachowa selbst kommt gelegentlich mit Hilfe von Archivmaterial zu Wort. Bis hierhin übernimmt und bestärkt der Film die auch in der Literatur weit verbreitete Lesart, nach der Krumbachowa als das erscheint, was Teweleit wohl eine mediale Frau nennen würde. Zu- und Nacharbeiterin, Inspiration, Muse, Korrektiv, Aufdeckerin dessen, was FilmautorInnen eigentlich meinten, hätten sie denn das intuitive Wissen oder spezifische Können ihrer Kollegin. Dennoch ist all dies zunächst durchweg positiv konnotiert, betont Kreativität, Bildung und menschliche Größe. Das ändert sich schlagartig in der Mitte des Films, zunächst leise, dann mit einer Art Donnerschlag und noch einigen Nachgrollen, als es um Krumbachowas erste und einzige Spielfilmregie geht, um den Film Killing the Devil oder The Murder of Mr. Devil von 1970. Björn hat es gesagt, läuft im Juli. Diesen Film konnte Krumbachowa auf der Schwelle zum kulturellen Kahlschlag durch die neue sowjettreue Regierung gerade noch realisieren, bevor ihr als Unterstützerin der Konterrevolution alle Arbeiten verboten wurden, die die Gestalt eines fertigen Filmes substanziell prägen. Verboten wurde ihr sogar der Zugang zum Barandov-Studio, sie musste zu Hause arbeiten und lebte über weite Strecken von kleinen künstlerischen Arbeiten, selten auch als Beraterin oder Co-Autorin von Filmproduktionen unter fremden Namen oder inkognito. Die Protagonistin in ihrem skurrilen Kammerspiel Murder of Mr. Devil, es gibt da tatsächlich keine Außenaufnahmen, ist eine alleinlebende Frau, die in der Annahme, eine alte Liaison wieder aufleben lassen zu können, dem gefräßigen Ingenieur Chert, der sich später als der leibhaftige Teufel entpuppt, mit ihren Kochkünsten in seiner Gier immer mehr entgegenkommt, bis sich ihre Selbstverleugnung, die Auszehrung ihrer Energie und seine ungehemmte Plünderung ihrer Ressourcen so eklatant steigern, er frisst sogar die Beine ihrer Möbel an, dass sie beschließt, ihn zu ermorden. Sie lockt ihn in einen Sack seiner Lieblingsrosinen, die nach seinem dortigen Verpuffen Zauberkräfte erhalten, sich zu Geld machen lassen und ihr so den Aufbruch in die Antarktis finanzieren. Soweit der Film. Eine leidenschaftliche und großzügige Köchin war Esther Krumbachowa übrigens auch. Wie aber ist die Aggression ihrer wichtigsten RegiepartnerInnen, Ritilova und Niemec, zu erklären, mit der beide im Folgenden ihre Regiearbeit zerreißen und auch ihr Leben bis zur Wiederaufnahme der Filmarbeit nach der samtenen Revolution von 89 mit einiger Verachtung diskreditieren? Ich werde im Folgenden versuchen, die Murdering Moments, wie ich sie nenne, nachzuzeichnen und drei nach meinem Dafürhalten fundamentale Unterschiede im Weltkunst- und Selbstverständnis der beiden Filmkünstlerinnen skizzieren, die Ritilova vorübergehend in eine solche filmische Affekthandlung treiben konnten. Es geht erstens um Krumbachowas Neigung zu kollaborativem Arbeiten, teils sogar zur Anonymität im Gegensatz zur Autorenschaft. Zweitens um ihr nahezu nivellierendes Verhältnis zu Strukturen der Kontrolle und Autorität, nicht einmal im Sinne einer Balance der Kräfte. Und drittens um ihr Geschichtsverständnis, das aus der Erfahrung von Krieg und Diktatur in erster Linie den Bruch ableitet, nicht die Verpflichtung zum Zusammenhang oder gar zur Tradition. Zum ersten Punkt, Kollaboration und Anonymität. Den genannten Donnerschlag leitet Ritilova mit einem kurzen Auftritt Esthers ein, in dem diese ihrem früheren Ehemann Jan Niemec, mit dem sie drei Filme realisiert hatte, die Strategie erläutert, männliche Regie- oder Kamerainstruktionen durch eine Mischung aus Tätscheln, Loben, schlussendlich aber eigenmächtiger Umsetzung der eigenen Ideen zu unterlaufen. Offenkundig handelt es sich hier um Outtakes aus Jan Niemecs eigenem Fernsehporträt Esther Krumbachowas von 1993, aus dem auch weiteres Material aus Searching for Esther stammt.
Direkt von hier wird auf eine Szene aus Murder of Mr. Devil geschnitten, in der genau solches Tätscheln und Loben stattfindet. Was mittels dieser Einführung zunächst als essayistische Interpretation des Films auftritt, wird allerdings im Folgenden durch die Aussage der Hauptdarstellerin des Films, Esther habe sich selber mit ihr kopieren wollen, zur biografischen Folie. Zur Folie und zur Falle, denn die eigenmächtige Regieübernahme, so schließen die Kommentare einer befreundeten Künstlerin und Retilova selber an, sei Krumbachowa gründlich misslungen. Ich zitiere: To everybody, this was a big surprise and a big disappointment because she was expected to do more, sagt Retilova wörtlich und schneidet daraufhin mitleidig auf einen Ausschnitt aus Murder of Mr. Devil, in dem, ohne den Kontext, eine demütige Frau mit naivem Augenaufschlag dem triumphierenden Mann versichert, an ihn zu denken und auf seine Rückkehr zu warten. Retilova lässt Esther hier quasi ihr eigenes Todesurteil als Regisseurin unterschreiben. Ich zeige diesen etwa zweiminütigen Ausschnitt, um die, ich glaube, etwas habe ich rausgekürzt, um die, ich denke, man kann sagen, demagogische Konstruktion zu verdeutlichen und natürlich auch, um Neugierde auf Murder of Mr. Devil zu wecken. Anschließend darf dann der Regisseur, der Schauspieler, Ivan Vykhodshyl, denke ich, ausführen, dass Esther nur in der Rolle als Mitarbeiterin mit begrenzter Verantwortung habe glänzen können, sich unter den Anforderungen der Regie aber sofort unwohl gefühlt habe. Das stimmt und es stimmt nicht. Esther Krumbachowa hat die Arbeitsteilung und die Anonymität, die mit der Filmproduktion einhergeht, in der Tat gesucht und geschätzt, allerdings interessierte sie daran nicht die Leichtigkeit der begrenzten Verantwortung, sondern sie analysierte messerscharf die Entsprechung zur industriellen Moderne mit all ihren Begleiterscheinungen. Ich zitiere aus einem Interview mit Liem von 65. I am fascinated by the harmonious interplay of the huge number of components that make up a film. The large army of people who contribute to a film remains more or less anonymous. It seems to me that anonymity is one of the truths of the 20th century. Think of the army, politics, freedom fighters, the resistance movement. Anonymity suits me quite well. Sie führt das weiter aus, aber ich muss hier abkürzen, nur noch diesen Satz. Our century simply has its own characteristic art form, and that is cinema, because film stimulate a different kind of participation. People of our time love the wonders of technology, and film is one of them. It is one opiate that really works. Vielleicht kann man also den von Vykhodshyl sogenannten Glanz im kollaborativen Arbeiten als entspanntes Einverständnis verstehen, das Krumbachowa dadurch einnimmt, dass sie ihre Rolle als kongruent mit den originären Anforderungen des Mediums begreift. Wenn Retilova Esther also Versagen vor der Verantwortung unterstellt, unterläuft ihr hier möglicherweise ein Erwartungsfehler. Genau das nämlich, was Krumbachowa an der Filmarbeit schätzt, stellt sich für Retilova selbst als problematisch dar. Die arbeitsteilige Struktur der Filmproduktion war etwas, was Retilova zumindest zeitweise in ihrem Selbstverständnis eher irritiert und gestört hat. In Haro Senfts 1966 gedrehten Dokumentarfilm über die Prager Filmfakultät FAMU wird deutlich, dass sie nach ihrem Studienabschluss, der Erfahrung komplexer Produktionsverhältnisse, die die familiäre Aufstellung innerhalb der Schule sprengten, mit umso entschlossener Fokussierung auf ihre Kontrollfunktion begegnete. Ich zeige das jetzt, es ist vielleicht nur, trägt es nicht bedingt zur Wahrheitsfindung bei, aber es ist so schön, dass ich es euch zeigen möchte. Nicole Candiola hat in ihrem spannenden Vortrag in dieser Reihe herausgestellt, wie die Verknüpfung des Formexperiments mit dem, Zitat, Ethos des Authentischen in der Arbeit Retilovas sich auf das, Zitat, Hochhalten der Autorenperspektive stützt. In Retilovas etwa zeitgleich entstandenem Filmporträt Miloš Formans insistiert diese wiederholt ihm gegenüber, er sei doch after all ein Autorenfilmemacher und daran, so Candiola, sei, Zitat, sowohl eine Methode wie auch eine konkrete Arbeitsethik gebunden, nämlich die unbedingte Integration einer persönlichen Agenda in den Zusammenhang des Films und der gefilmten Objekte. Was Forman vehement als didaktischen Overload ablehnt, dann kann ich auch in die Schule gehen, wäre Krumbachowa als ganz und gar nicht authentische, weil irreführende Subjektbehauptung völlig fremd. Stilisierte Authentizität, wie Katharina Svavanov es nennt, trifft durchaus auch auf sie zu, allerdings sind es die Details, die Objekte, auch das gesprochene Wort, die sie abfängt und in den Bedeutungszusammenhang einfügt. Dieser Prozess ist für sie unbedingt ein dialogischer, wenn nicht polyphoner.
Anstelle des Outtakes unter der Brücke, in dem Krumbachower weniger eine Arbeitspraxis benennt als eine belustigte Beschreibung sexistischer Arbeitsverhältnisse liefert, hätte Chytilova auch eine andere Sequenz aus Nimitz' Fernsehporträt zeigen können. Esther beschwört hier mit viel Emphase die kooperative Filmarbeit. Leider hat der Film keine Untertitel. Ich schicke da jetzt mal eine Telefonübersetzung, eine improvisierte vorweg, ungefähr, und zeige den Ausschnitt trotzdem kurz wegen des Gestus. Sinngemäß sagt sie da, nein, ich habe nicht einfach Kostüme entworfen, so wie du mich nicht wie ein Kleid geschneidert hast. Zu Nemitsch. Es war eine gemeinsame Regiearbeit. Das muss ein Team sein aus zwei Körpern. Es muss Herz an Herz gehen, es muss von Hand zu Hand gehen, es muss ein Schwur sein. Nicht unbedingt in der Öffentlichkeit, aber mit diesen Fingern. Und es ist ein Schwur, der außerhalb jeder Konkurrenz ist. Wer ist besser als der andere? Wir haben gemeinsam die Party und die Gäste geschrieben. Mal waren deine Ideen besser, dann habe ich zugestimmt. Mal waren meine besser, dann hast du zugestimmt. Das ist die Wahrheit, so ist es. Das klingt schon anders. Das haben mir netterweise diese tollen Frauen von dem Archivprojekt zur Verfügung gestellt. Zurück zu Searching for Esther. Auf die erste Filmstunde des im Rückblick zweifelhaften Ophirens erfolgt nun die eigentliche Rückstutzung der Künstlerin im direkten Austausch mit eben Jan Jemic. Der Inhalt ist schnell erzählt. Killing the Devil sei der dümmste Film aller Zeiten, da sind sie sich einig. Wie konntest du nur dabei mitmachen? Ich war jung und brauchte das Geld, also hast du dich prostituiert für den letzten Mist. Ich schäme mich dafür, warum hast du sie nicht gestoppt? Sie hat sich eben durchgesetzt. Ich komme zum zweiten Punkt, Autorität und Kontrollverlust. Interessanter wird es anschließend, denn nun werden die extrem prekären Jahre bis 89 in den Blick genommen, respektive neben den kleinen Filmarbeiten im Verborgenen die persönlichen Überlebens- und Kompensationsstrategien Krumbachowers. Diese wohnte in all den Jahren über einer Kneipe, in der sie ein- und ausging und mit deren Gästen sie oftmals befreundet war. Ein originäres Interesse an den Personen, die nicht einer Künstlerbohème, sondern überwiegend aus dem Arbeitermilieu stammten, ist offenbar nicht vorstellbar. Man erklärte sich damit, dass sie Leute studieren würde. Im besseren Fall. Ein früherer Liebhaber wird bis in intimste Details befragt und einer damaligen Freundin unterstellt Chytilova, die beiden hätten sich nur zu Männeraufreißen getroffen, was diese energisch zurückweist und die Frauenfreundschaft betont. Chytilova schneidet, nach dem bekannten System, wie zum Hohn eine Szene aus ihrem mit Krumbachowa gedrehten Film Tagebuch eines Fauns ein, in dem der alternde Casanova den Wein für den nächsten Frauenbesuch auswählt. Man kann nicht anders als zu vermuten, dass Chytilova mit dem verächtlichen Faun gemeinsame Sache macht, nicht mit dem Hippie-Mädchen, über das er sich verächtlich amüsiert. Besonders perfide ist diese moralisierende Nahuntersuchung, weil die aufgeworfene Imago, Wahllosigkeit in den Beziehungen, Selbstvergessenheit in Begegnungen, zumal mit gesellschaftlichen Outcasts, passgenau den Feindbildern der Parteidoktrin entsprach, unter der Esther zu leiden hatte. Ebenso wie der Vorwurf der Alkoholsucht, den der Film hier wiederholt hervorholt, ein probates Mittel zur Diffamierung politisch unliebsamer Dissidenten war. Was Chytilova ihrer Kollegin eigentlich vorwirft, ist wiederum Regie oder Kontrollverlust, jetzt über die Lebensgestaltung. Mit viel Wohlwollen könnte man diesen Vorwurf so interpretieren, dass er einem resignativen Gleichziehen mit der Staatsmacht gelte, dass sich Esther zur eigenen Vollstreckerin des kafkaesken Urteils machen würde. In gewisser Weise wirft sie auch Esther, ähnlich wie Vormann, Exil vor. Exil in den klassenlosen Untergrund jenseits der Intelligenzia, Exil in den Alkohol. Immerhin hatten beide Frauen 30 Jahre vorher mit Daisies gemeinsam einen Film gemacht, der Essen, Trinken, exzessiven Konsum als, ich zitiere Sabine Schwöbel, brutalen Verzehr von allem, einschließlich sich selbst, inszeniert. Petra Hanakova hat auf die kontrastierenden Lesarten von Daisies als Statement gegen Materialismus und Konsumismus einerseits und der filmischen Präsentation eines weiblichen Raums des Begehrens, des Genusses und der disruptiven Kreativität andererseits hingewiesen. Einen möglichen Grund für diese Diskrepanz sieht sie in der Tatsache, dass die ursprüngliche Fassung des Drehbuchs aus der Feder des als misogyn verschrienen Pavel Juracek stammte, dessen Sexismus trotz radikaler Überarbeitung durch Chytilova und Krumbachowa noch durchscheine, namentlich indem Destruktion als symptomatische Spur weiblicher Aktivität markiert würde. Wäre es aber auch denkbar, dass die spürbare Ambivalenz auf die Unterschiede der beiden Autorinnen zurückzuführen sind? Bei Krumbachowa ist die Widerständigkeit gegen Autorität eine Absage an das Konzept überhaupt. Sie will keine Autorität ausüben.
Women have so much to forget, sagt der Gastgeber in dem nach ihrer Erzählung gemeinsam mit Nemitzsch gedrehten Film On the Party and the Guests. An anderer Stelle führt Krumbachowa das in Hinblick auf eine historische Grunderfahrung der Frauen von Autoritarismus und Ausgrenzung aus. Othering, hätte sie vielleicht mit heutigem Vokabular gesagt. Der Chronist der tschechischen Neuen Welle, Skworowski, schrieb dann auch 1970 über Krumbachowas Film Murder of Mr. Devil mit unfreiwillig charmanter Ablehnung, Zitat, Judging by the scenario, the film should bear no traces of Chytilova's feminism. The whole thing cannot be described in traditional and rational terms. It contains a touch of surrealism with its delight and sentimental campy kitsch. Damit stand er nicht alleine da. In dieser Übergangszeit zwischen Prager Frühling und der sogenannten Normalisierung fanden sich kaum Kritiker oder Publikum, die Krumbachowas wollte, hin zum campy kitsch als subversive Geste weiblicher Selbstermächtigung nachvollziehen wollten oder konnten. Dabei ließe der Film sich sogar in Fortsetzung zu Daisies lesen. Der erste offizielle Angriff auf Daisies galt tatsächlich der Verschwendung von Lebensmitteln angesichts der Ernährungskrise. In Murdering the Devil stellt Krumbachowa im Nachhinein klar, wer es ist, der buchstäblich die Ressourcen frisst und wer angehalten wird, die Reproduktion dieser Ausplünderung durch unbezahlte Dienstleistungen und Carework zu liefern. Was uns also an Daisies gefällt, das Anarchische, das Überschäumende, das Widerständige und lustvoll Destruktive, geht nach meinem Dafürhalten zu großem Teil auf das Konto Krumbachowas. Hätte Chytilova den Film alleine gemacht, wäre der erzieherische Aspekt, die Disziplinierung, womöglich weitaus stärker ausgefallen. Jetzt käme eigentlich noch was aus Bagful of Flies, wo es genau darum geht, aber das lasse ich gerade mal weg. Beide verweigern sich einer Verpflichtung auf Wirklichkeitsdarstellung, doch während die belehrende Avantgardistin Chytilova, Margarete Bach hat sie so genannt, an der Idee eines erzieherischen Auftrags festhält, entzieht sich Krumbachowa allen didaktischen Denkfiguren oder disziplinierenden Maßnahmen. In diesem Punkt korrespondiert sie eher mit Nemitzsch, der den dritten gemeinsamen Film Matters of Love im Interview mit Ulrich Gregor als Verteidigung schüchterner Versager bezeichnet hat. Das ist ein ganz anderer Tenor als der gelegentlich hohe Pathos, mit dem Chytilova im Interview betont, dass, Zitat, Kampf und Überlebenswillen die Monumentalität des Lebens ausmache, dass sie die Probleme westlicher Feministin nicht verstünde, weil sie sowieso macht, was sie will, oder dass für sie keine Migräne in Frage käme. Damit zurück zur Abwertung eines möglichen Kontrollverlustes und zum dritten Punkt, dem Geschichtsverständnis. Das Interview war aus Frauen und Film, was ich gerade zitiert habe. Im Pressematerial zu Searching for Esther legitimiert Chytilova ihr Filmporträt nicht zuletzt mit Krumbachowas Forderung nach radikaler, tabufreier Ehrlichkeit. Ich zitiere. Denn die Einstellung zum eigenen Leben, seine Gestaltung und sein Ausdruck durch raffinierte Stilisierung, das ist das Hauptthema. Wenn man es umgeht und nicht versucht, die Wahrheit über sich selber zu sagen, stirbt es als vernachlässigte Weise. Die Wahrheit ist gut für sie, sagte Esther. Auch diese Inbesitznahme konkurriert durchaus mit dem Konzept der erzwungenen Selbstkritik als Teil des sozialistischen Narrativs, auch und gerade innerhalb freundschaftlicher oder familiärer Verbände. Chytilova selber führt genau das in Bagful of Flies zum Beispiel vor. For the Czech New Wave, one is tempted to say disagreement can take place in the same bed, schreibt ein zeitgenössischer Beobachter Robin Bates. Krumbachowas Begriff von Stilisierung und Authentizität ist allerdings einer, der sich ausdrücklich auf die geschichtliche Erfahrung bezieht. Im Interview mit Liem erklärt sie den Ursprung ihres radikalen Realitätssinns und ihrer Protesthaltung. An dieser Stelle sollte nun doch noch etwas zu ihrer Biografie gesagt werden, was im Film nur am Rande gestreift wird, denn nicht nur die Frauen hatten viel zu vergessen. Esther Krumbachowas Mutter war Jüdin, ihr Vater, der die Familie früh verließ, Slowake oder Ungar oder Rumäne, da sind sich die Quellen nicht einig, mit offenbar engen Kontakten zur nationalsozialistischen Besatzung, der Vater, was aber immerhin die Familie vor der Deportation bewahrte. Trotzdem war Esther Schikanen ausgesetzt, sie schloss sich dem Widerstand an, es folgten vorübergehende Inhaftierungen und Zwangsarbeit. Mit näheren Informationen zu dieser Erfahrung hat sie sich immer zurückgehalten, nicht aber zu den Schlüssen, die sie daraus zog. Zitat, That's how deeply I was marked by wartime experience, erklärt sie. I longed for justice with an almost Puritan passion.
einen unwiderruflichen Skeptizismus, den sie ausdrücklich auch auf sich selber bezieht, führt sie dezidiert auf den Zivilisationsbruch durch den Holocaust zurück. Und das hat Konsequenzen für ihren Realitätsbegriff. I have often been accused of being a cynic, simply because I refused to believe everything I was told. I think that Hitler showed quite early what happens when humanism is replaced by grandiose goals and projects. Concentration camps, the occupation, those were fantastic realities which showed people as they really are. That's why it's no longer possible to get down on your knees and offer up thanks to God. God has vanished and so have myths and illusions. Und eine entscheidende Schlussfolgerung für ihre Arbeit, life can be broken into small segments, anytime. Als irrsinnig, aus den Fugen geraten, unwirklich und inhuman hat sich die Geschichte erwiesen. Fragmentierung und Sprengung aus dem Zusammenhang haben ihre Entsprechung in der Realität. Krumbachowers Stilisierung ist ein ständiges Ringen um Form, die dieser Wirklichkeit gerecht wird. As an attack on indifference, wie sie sagt. Ritilova nimmt im Statement zu ihrem Film aus dieser Haltung das unverblümte, illusionsfreie, aber ohne Rekurs auf die Unterdrückungsgeschichte. Auch auf die Gegenwartsgeschichte des Films, die spätestens mit dem sowjetischen Einmarsch wiederholte Erfahrung der Unzuverlässigkeit aller Aussagen und Generalisierungen erfordert genaues Hinschauen auf eben die Erscheinungsweisen dieser Brüche oder mit Liem. Everyone has experienced so many interpretations of facts in his lifetime that he is interested in anything at all, that if he is interested in anything at all, it is the effects themselves. Die Effekte selber, das sind zum Beispiel die verzerrten, ungerichteten, oft absurden Dialoge in Krumbachowas Drehbüchern oder ihre Genauigkeit in den Details. Nemec, Jasny, Brinich und andere Regisseure betonen, auch in Searching for Esther, Krumbachowas einflussreiches Eintreten für die historisch neutrale Gestaltung von Set und Kostümen, um eine überzeitliche Geltung zu betonen. Tatsächlich jedoch gelingt es ihr in all diesen Filmen, insbesondere denen, die Totalitarismus zum Thema haben, gleichzeitig einen historischen Anker auszuwerfen. Ihr Vorgehen unterscheidet sich deutlich von Ritilovas Bewusstsein von Zusammenhängen oder Consciousness of Continuities, wie es etwa in Ritilova versus Forman oder in Prag das unruhige Herz Europas formuliert und exemplifiziert wird. Nicole Candiola und Lucy Cesalcova, heißt sie, glaube ich, haben in dieser Reihe eindrücklich darüber referiert. Worum es bei Krumbachowa nie geht, Zitat Ritilova, to be aware of tradition. Worum es auch nie geht, wieder Zitat, to provide an overall view embracing a lighter horizon. Stattdessen, um es mit Primo Levi zu sagen, es ist geschehen, folglich kann es wieder geschehen. Um Zusammenhänge geht es also auch, aber nie im Sinne einer buchstäblich in Stein gemeißelten, materialisierten Geschichte, auf der sich eine Traditionsspur ablegen würde und auf deren Hintergrund die rastlose Gegenwart in ununterbrochener Beziehung, Ritilova, zwar ein krisenhaftes Verhältnis, aber eben doch in ein Kontinuum eingehen würde. Und wieder vergeht eine Zeit und eine neue Zeit beginnt, weil das Land ewig ist, heißt es tatsächlich in Ritilovas Pragfilm oder auch im Strom des Lebens gibt es keine Vergeblichkeit vor dem Hintergrund des jüdischen Friedhofs. Ritilovas Geschichtsdarstellung ist eine Art genealogische Arbeit, ein städtischer Organismus mit Erinnerungen, die durch Erziehung vermittelt werden muss. Im Formenporträt illustriert sie mit Bildern der Konzentrationslager ihre Forderung an ihn, sich seiner Herkunft zu vergewissern, die alte Welt in die neue mitzutragen. Gerade die Bruchlinien des Krieges werden in eine Fortschrittsgeschichte der künstlerischen Intervention integriert. History in the making, die Architektur, auch die des Films als Gateway to Presence. Ganz anders bei Krumbachowa. Der Bruch ist hier nicht heilbar und muss als solcher sichtbar gemacht werden. Im Zusammenhang liegt nicht wiedergewonnene Stabilität, sondern Beweiskraft, nämlich der steten Möglichkeit, dass Zivilisation umschlägt in Barbarei. Krumbachowas historische Anker, von dem ich sprach, betrifft den ersten Teil von Primo Levis Satz »Es ist geschehen«. Ihr Einsatz der Requisiten spielt hier die entscheidende Rolle. Der zweite Teil, folglich kann es wieder geschehen, bildet sich in der Zeit oft auch ortlos schraffierten Umgebung der Filmhandlung aus, von der bereits die Rede war. Ich möchte zwei Beispiele dazu zeigen. Diamonds of the Night, der läuft, glaube ich, auch im Juli.
der erste Film, den Krumbachower mit Jan Nemitzsch nach einer Erzählung von Arnoš Lustig drehte, erzählt die Flucht zweier Jungen von einem Deportationszug und ihren Überlebenskampf in den Wäldern, bis sie schließlich von einem Trupp greiser Jäger verfolgt und ausgeliefert werden. In einem komplexen und surrealen Geflecht aus Rückblenden, Traumbildern, Vorgriffen und variierenden Wiederholungen teilen wir ihre Desorientierung. Nemitzsch hat erklärt, dass infolge Krumbachowers Ausstattungs- und Kostümkonzept die Handlung gezielt dem singulär historischen Kontext enthoben werden sollte. Zwei für Krumbachower typische Eingriffe aber verankern den Film dennoch unmissverständlich in Naziterror und Judenverfolgung. Zum einen sprechen oder vielmehr murmeln, singen und raunen die Jäger hörbar Deutsch. Zum anderen greift Krumbachower auf einen konkreten Gegenstand zurück, in diesem Fall die Schuhe, und verortet darüber das albtraumhafte Erleben der Jungen auf Seiten des realen historischen Geschehens und nicht im verwirrten Geist der Opfer. Hungert erinnert sich einer der Jungen in der ersten Filmhälfte daran, wie er seine Schuhe im Waggon gegen ein Stück Brot eingetauscht hatte. Die ausgezehrten Häftlinge im Waggon tragen im Gegensatz zu den Jungen gestreifte KZ-Anzüge. Wir wissen nun schlagartig, in welchem Geschehen wir uns befinden. Wenn in diesem Film ganz normale alte Männer in der Gruppe zu Menschenjägern mutieren, so ist auch Nemitzsch und Krumbachowers nächster Film, Report on the Party and the Guests, eine Parabel über die willfährige Anpassung der Bevölkerung an autoritäre Systeme und deren Machthaber und über die skrupellose Verfolgung und Zerstörung derer, die abweichen oder sich widersetzen. Esther Krumbachowers Anteil an diesem Film geht weit über die bisherige hinaus. Dem gemeinsam verfassten Drehbuch liegt eine ihrer Kurzgeschichten zugrunde. Kostüm und Setdesign lagen auch bei ihr. In die absurde Geschichte einer Gruppe von Freunden auf dem Weg zu einem Fest, die während einer Pause als makabrer Spaß entführt wird, schlägt sie durch das Szenario, die Raumorganisation und die Requisiten einen deutlichen Bogen zu den Selektionen bei Ankunft der Opfer in den Konzentrationslagern. Obwohl die Szene ansonsten als gegenwärtig markiert ist. Ein willfähriger Vollstrecker innerhalb der Gruppe nimmt in vorauseilendem Gehorsam die Selektion vor. Frauen und Männer werden in zwei Reihen aufgestellt, dazwischen Koffer und Taschen. Sehr typische Requisiten. Koffer und Taschen gibt es in all ihren Filmen in Hülle und Fülle. Jetzt käme, das habe ich aber gestrichen, hier eigentlich noch Anmerkungen zum letzten Teil von Searching for Esther, in dem sich Ritelova überraschend wieder annähert an Krumbachower. Nach 89. Also auch nach dem Ende ihres Berufsverbots kehrte Krumbachower zur Filmarbeit zurück und Ritelova weiß das jetzt solidarisch zu beobachten. Schöne Sachen hat Krumbachower am Ende noch gemacht, auch eigene Künstlerinnenporträts, Musikvideos, tolle Clips. Esther Krumbachower wusste die zeitweiligen Eruptionen im Staatsgefüge durch ihren, man könnte sagen, anti-autoritären, vielleicht libertären Gestus zu akzentuieren oder auf dem Weg in die sogenannte Normalisierung zu konterkarieren. Für eine Repräsentationskultur ließ sie sich nie vereinnahmen. Im Zweifelsfall zog sie das Abseits als sicheren Ort vor, ein Buchtitel von Peter Brückner, den ich mir hier ausleihe, weil er so einschlägig etwas beschreibt, was nicht mehr wirkmächtige Teilnahme am sichtbaren öffentlichen Diskurs, aber immer noch ein widerständiger, selbstbestimmter Handlungsraum ist. Ein persönlicher dritter Weg ohne Programmatik, der für Vera Ritelova eine Herausforderung darstellt, da er ihrer Arbeitsweise, ihrem erzieherischen Anspruch und ihrem Festhalten an den Zusammenhängen fundamental widerspricht, der aber doch so viele Berührungs- und Reibungspunkte hinterlassen hat, dass ihre eigene Bilanz unvollständig wäre, ohne zumindest eine Suchbewegung. Diese droht durch die mantraartige Montage der Augenzeugenberichte in die vermeintliche Einheit einer familiär bewohnten Vergangenheit abzugleiten. Die plötzlich nahezu infame Diffamierung im Verbrüderungsgespräch mit Nemitzsch hat hier wohl eher ungewollt die paradoxe Wirkung einer notwendigen Unterbrechung. Es entsteht wieder Luft für die Entfaltung von etwas anderem außerhalb einer abgeschlossenen Erinnerung und ein offener Blick. Ich denke, vermutlich hätte es, wenn Krumbachower noch gelebt hätte zur Entstehungszeit des Films, ähnlich vielleicht wie in Miloš Formans Film, am Ende so eine Art Versöhnungsgeste gegeben. Da das aber nicht der Fall ist, zeige ich zum Abschluss noch einen kurzen Clip aus wieder Party and the Guests von Nemitzsch und Krumbachower. Der wurde ein Jahr vor Daisies gedreht, muss man sagen, zu dessen Ende zwei entfernt vertraute Gäste aus der Zukunft dem Film bereits einen kurzen Besuch abstatten.
der Loop ist von mir. Vielen Dank.